Herzlich willkommen zurück hier bei Grimms. Wir versuchen offensichtlich immer noch dem großen schwarzen Vogel zu entkommen. Was mich etwas an Ori and the Blind Forest erinnert hat. Oder, wenn den wer von euch kennt, der gute alte Ludwig Hirsch hat auch einmal ein Lied über einen großen schwarzen Vogel geschrieben. Alles klar, hier entkommen wir also. Los geht's! Oh, okay, doch nicht entkommen. Sieht uns der jetzt? Nein, sieht uns der nicht, aber wir haben... Okay. Okay, da unten, der schreit geradeaus, der kann uns nichts tun. Aber wir sollen offensichtlich... Genau, so sieht's aus. Da ist nichts mehr. Außer die Sonne direkt im Fenster. Fast. Oh, oh, oh. Sieht jetzt nicht so gut aus. Da geht's weiter. Nein. So. Hier sind die Schmetterlinge oder die Vögel oder was auch immer. Die roten sind die guten, so wie sie aussieht. Vögel. Okay. Wo ist sie jetzt hin? Oder S? Ah, hier. Nein, ich wollte doch springen. Offensichtlich habe ich schon im Sprung zu sein, damit es funktioniert. Okay. Absetzen gilt nicht offensichtlich. Dann versuchen wir mal, das Ganze in einem Rutsch durchzuschaffen, oder? Das geht auch nicht. Nein. Kann ich aus dem Sprung... Moment, mal versuchen. Okay, das geht. So geht's also. So geht's also. Ja, wenn man es nicht zu früh macht. Oh Mann. Zu früh. Jetzt aber. Ah, alles klar. Bam. Wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, dann geht's ja eh. Nein, ganz im Ernst. Ich find's einfach nur cool. Dramatische Musik ist aus, das heißt, alles gut, oder wie? Vogel weg. Auf die Spitze des Turms. Und... Zoom out. Schönes Standbild. Aber wir springen weiter. Okay. Oh.
wie schön. Alles klar. Wieder ein Stück Höhe im Himmel. Nichts für jemanden, der Höhenangst hat, aber das sind wir ja nicht. So, was haben wir hier? Nix. Okay. Aber mit dem Double Jump können wir reich und plattformtechnisch, Reichweiten und plattformtechnisch schon etwas mehr als erreichen. Nämlich sowas zum Beispiel. Nicht. Aber fast. Okay. Aber da gibt's eh nichts. Da gibt's keine Vögel, die da rumschwirren. Ah, fuck. Okay, egal, lass mal's. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie großartig ein Secret finden, oder? Nein, auf dem Baum können wir eh nicht laufen. Alles klar. Hier sollen wir hin. Das ist ganz atmosphärisch, das erste Mal komplett ohne Musik, glaube ich. Sehr cool. Nein, ich möchte da unten rein. Ich möchte weiterlaufen. Hallo? Ich möchte gerade weiterlaufen. Geht offensichtlich nicht. Okay. Und noch weiter rauf. Nein, das... So, jetzt aber. Okay. Unser Freund. Wow. Wir sollen offensichtlich die große Glocke läuten. Wenn du die Richtung nicht willst, dann machen wir halt einfach die. Nicht wie. Wie das funktionieren soll. Viel für ihn. Und wir haben ihn zumindest vertrieben, oder? Ah ja, unsere zwei leuchtenden Weggefährten. Und wir gehen immer höher, höher und höher hinauf. Gut, dass die Ausdauer hat, weil ganz ehrlich, eine Stiege dieser Steigung über diese Länge. Ah, okay. Erlangen wir jetzt unsere Stimme zurück?
Nein, eine neue Farbe bringen wir in die Welt. Die Wasserfarbe in einem Glas oder auf Papier. Oh, es regnet. Sie kann immer noch nicht sprechen. Aber wir haben eine neue Farbe in die Welt gebracht und somit Regen. Yeah. Bam. Kann man schwimmen eigentlich? Oder? Okay, wir können schwimmen, aber wir können nicht tauchen, oder? Aber wir können... Okay, wir können nicht tauchen. Und wir können auch unsere... Die klappt im Wasser nicht, unsere Blockfähigkeit. Okay. Oh, jetzt ist es nicht mehr rot, jetzt ist es grün hier im Wald und alles ist voller Leben. Weil Wasser, ne? So, eh klar. Aber... Die Frage ist, wie wir jetzt hier zurückkommen. Ah, hier, okay. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Alles klar. Was für eine Reise. Können wir hier auch noch? Nö. Nö. Okay. So, jetzt wäre ein Dreifach-Jump noch cool. Ich würde gerne hier noch weiter rauf. Geht das? Sollten wir eigentlich schaffen, oder? Nein! Oh, fast. Damit. Aber da geht's sicher noch rauf, oder? Na klar geht's hier noch rauf. Das schaffen wir. Komm, hopp. Bams. Ja, sehr schön. So. Bam. Okay, ein Speicherpunkt. Nein, das hätten wir machen. Ah, da hätten wir stehen können. Ich bin ein Vollhirn. Naja. Dann machen wir einfach alles nochmal. Oder so. Konzentration. Sehr schön. Bam. So, hier können wir stehen und Save Points. Wunderbar. Oh. Ihr seid immer noch schüchtern, aber
Euch tut Regen sicher auch gut. Je mehr Farben zurückkehren, umso besser. Ah, da haben wir vorher nicht drüber können, weil wir nicht drauf konnten. Jetzt ist der Rückweg offen. Nice. Wie gesagt, mit Timing klappt's, ne? Okay, heißt das, dass jetzt die Erde überflutet ist, größtenteils, oder? Wie sieht's aus? Oh, ab, rauf hier, so. Ab. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, eins von zwei ist immer noch, also hier ist immer noch erst eins von zwei, jetzt sind wir wieder hier in der Basis quasi. Jetzt können wir die zwei da hinzufügen, oder? Also nein, hier in der Mitte war das. Wieder ein neues Sternbild. Alles klar. Und wieder ein Teil eines Sternbildes. So, jetzt ist die Frage, wohin? Ah, jetzt könnte man da wieder zurück, oder? Da leuchtet immer noch eines, nichts. Aber hier konnten wir ja vorher... Ah. Jetzt können wir im Prinzip da hinlaufen, wo wir vorher nicht hingeschaut haben, oder? Nämlich nach rechts. Und wahrscheinlich war da auch gar nichts mehr, aber... Okay, weiter wäre es eh nicht gegangen. Alles klar, wir haben nichts verpasst. Intuitiv alles richtig gemacht, nämlich ohne es zu wissen. Dann geht es jetzt hier weiter nach oben. Schon. Jawohl, 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 ja. Sehr schön. Und hier haben wir noch gar nichts aktiviert. Was sagt uns das hier? Dass wir runter können. Die Frage ist, ob wir das sollen. Oder ob das... eine schlechte Idee. Okay, hier waren wir schon. Bringt uns also nichts. Okay. Nicht mehr? Oder war das alles? Kann das alles sein? Mhm. Heißt das, die Bäume sind bis auf eins wieder hergestellt oder was soll das heißen? Man weiß es nicht. Gut, ein Versuch noch. Ah, fuck. Und bei einem Versuch bleibt es natürlich nie. Ist eh klar. So, können wir hier nicht noch irgendwie
das alles. Gut, dann versuchen wir es doch wieder in die andere Richtung. Irgendwie hat es ein bisschen was von Orient the Blind Forest. Ein bisschen Metroid auch, Backtracking und so, ne? Können wir hier jetzt vielleicht... Ah, ja. Können wir. So. Sieht aus wie eine Schildkröte. Oh, wunderschön. Hier wächst schon wieder Frangelvieh. Die Natur erobert sich die Welt zurück. Gefällt mir. Gut. Okay. Oh, sehr cool alles. Sehr schön. Hi. Was haben wir denn hier? Offensichtlich geht's hier runter. Okay. Immer tiefer in... Oh, was haben wir hier? Offensichtlich nichts, aber sieht schön aus. Was haben wir denn da? Hört das so? Geht das wieder rauf? Naja. Die Frage ist, wie weit kann man runtergehen? Wie weit geht's runter hier? Wir haben schon wieder übel Zeit, aber ich möchte jetzt irgendwie nicht aufhören. Was machen wir jetzt? Ah! Wie cool! Eine quasi Minuswelt. Oder auch nicht, aber... Cooles Gameplay, coole Idee. Gefällt mir gut. Und wieder nach oben, oder? Zumindest teilweise. Oh, der Baum des Lebens. Interessant, oder? Heißt der doch. Kann man aber nicht weiter. Okay, egal. Ziemlich beeindruckend. Ziemlich beeindruckend. Ich würde mal sagen, liebe Leute, das war's für diese Episode. Mit diesem beeindruckenden Bild verabschiede ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Servus und bis zum nächsten Mal.